Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man Generatoranschlusskästen von Phoenix Contact schnell und einfach an der Wand montiert. Dafür gibt es nämlich zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Aber schauen wir uns erstmal an, wie dieser Generatoranschlusskasten im Auslieferungszustand bei euch ankommt. Als erstes öffnen wir mal die Verpackung und hier befindet sich der eigentliche Generatoranschlusskasten. Die erste Befestigungsart, die äußeren Befestigungspunkte nutzen. Als erstes müssen wir den Gehäusedeckel dafür lösen. So, im Inneren befinden sich noch Montageanleitungen, die wir jetzt nicht brauchen, Dichtungen, die wir im späteren Verlauf noch brauchen und die Feldstecker, die wir aber auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht brauchen. So sieht der Generatoranschlusskasten aus, wenn er geöffnet ist. Und ich nutze jetzt die äußeren Befestigungsstellen, um ihn an der Wand zu montieren. Jetzt brauchen wir noch eine Wand. Die habe ich natürlich auch vorbereitet. Und zwar sieht die in dem Fall so aus. Ist jetzt kein Mauerwerk, sondern eine einfache Holzplatte. Aber ich denke, um es zu zeigen, reicht es aus. Im ersten Step nutze ich den Generatoranschlusskasten, das untere Gehäuse, als Bohrschablone. Das heißt, ich positioniere mal mein Gehäuse so, wie ich ihn am liebsten haben will. Kann dann über die äußeren Befestigungsstellen die Punkte markieren, wo ich dann bohren muss. Ich nutze jetzt einfach mal nur zwei Schrauben. Das war die erste Art, wie ich meinen Generatoranschlusskasten ganz einfach an der Wand montieren kann. Oh, dann zeige ich euch einmal die zweite Art der Befestigungsmöglichkeit anhand eines neuen Generatoranschlusskasten, den ich hier schon in der Hand halte. Im ersten Step drehe ich den Kasten einmal um und muss die Vorprägung für Befestigungspunkte. Diesmal nutze ich nicht die äußeren Befestigungspunkte, sondern die inneren Befestigungspunkte. Und diese muss ich einmal herauslösen. Jetzt können wir das Gehäuse wieder wenden, schrauben einmal den Deckel ab. Und jetzt können wir im Prinzip das Gehäuse wiederum als Bohrschablone auch verwenden, legen es an die Wand, richten es aus, markieren unsere Befestigungspunkte, bohren dann optional, setzen geeignete Dübel ein und schrauben es dann fest. Zur Info auch noch, die Abstände zwischen den Bohrungen, die Maße, die findet man auch direkt auf der Unterseite des Gehäuses. Ganz wichtig bei dieser Art der Befestigungsmethode ist, dass wir entsprechende Abdeckkappen, die im Lieferumfang enthalten sind, auch am Ende noch montieren. Das heißt, hier etwas schwierig, aber im Prinzip die Abdeckkappe wieder einsetzen, um die Isolationseigenschaften Schutzklasse 2 und auch die IP65 Schutzart weiterhin gewährleisten zu können. Und das war es im Prinzip schon. So sah die Befestigungsmöglichkeit 2 aus.